Uni. Oben war ich schon oft, aber ganz unten im Keller. Nein. Was geht vielen so? Hallo, bei strahlendem Sonnenschein stehen wir hier bei einem unserer Wahrzeichen, der Amrumer Leuchtturm. Ist aber kein Vergnügungsausflug heute, sondern ein ernstes Thema. Wolfgang Stöck vom Wasser- und Schifffahrtsamt Tönning, hier als Außenbezirksleiter, hat uns gerade gezeigt, dass es einige Schwierigkeiten hier mit unserem Wahrzeichen gibt. Wolfgang, was ist das Thema? Tja, in der Tat, es ist eine ganz ernste Sache. Man muss sich ja so überlegen, der Leuchtturm ist ja so ziemlich vor 137 Jahren gebaut worden hier auf Großdünen, auf Graddünen, auf dieser gewachsenen Düne. Und im Allgemeinen ist das mit der Gründung immer so eine Schwierigkeit. Und es gibt immer so den Schnack, wo kein Wasser ist, kann auch nichts gefrieren. Und genau da setzt unsere Problematik hier speziell an. Wir machen regelmäßig Bauwerksinspektionen. Und bei den letzten Inspektionen ist uns schon also aufgefallen, dass die extrem nassen Sommer und die extrem frostigen Winter einen ständigen Frost-Tauwechsel natürlich hervorrufen. Und die Lagerung des Korngefüges hat sich verändert. Und der Turm geht langsam ins Schwimmen. Und es ist ganz klar, hier muss er weg. Wie? Der Leuchtturm muss weg? Ja, man kann es schon sehen. Schau mal hier, da sieht man schon die ersten Risse, sogar schon im Sockelbereich, unten im Keller. Da konnte man es von innen ja schon sehen und es trägt sich bis nach außen und dieser Standort ist definitiv nicht mehr sicher. Also das, was wir gerade im Keller gesehen haben, das kann man nicht mehr kitten oder halten oder stabilisieren? Also das ist gewesen. Wenn man es erstmal schon dieses Stadium erreicht hat, dann ist es vorbei. Da muss man sich wirklich Gedanken machen. Okay. Also unser Wahrzeichen muss irgendwie umgesetzt werden am besten. Aber man setzt nicht einfach einen Leuchtturm um. Technisch ist vieles machbar. Okay. Dann werden wir mal uns ernsthaft mit dem Thema auseinandersetzen. Ich denke mal, da muss man drüber reden. Auf jeden Fall. Danke, Wolfgang. Bitteschön. Ernste Lage, oder? Unser Leuchtturm weg? Hier? So, nachdem wir erfahren haben, dass der Leuchtturm an seiner jetzigen Stelle nicht mehr stehen bleiben kann, sind natürlich die Telefondrähte auf Amrum heiß gelaufen. Die Gerüchteküche brodelte über, Ideenkisten wurden aufgemacht, wieder zugemacht. Aber inzwischen hat sich, glaube ich, rauskristallisiert, was mit dem Amrumer Leuchtturm passieren wird. Leiter der Amrum Touristik Frank Timpe, ich glaube, du kannst uns ein bisschen mehr dazu erzählen, was jetzt mit dem Leuchtturm passieren wird. Naja, über die genaue Versetzung, auch diese Nachricht erreichte uns natürlich relativ überraschend. Und ich denke, in allen Entwicklungen liegt natürlich auch etwas Positives. Über den genauen Standort und über die weitere Entwicklung, wo der Leuchtturm denn hier auf Amrum hinkommt, wird Bürgermeister Bernd Delmessier gleich noch Aufschluss geben. Was ich aber schon sagen kann, wir wollen natürlich diese Entwicklung auch als Chance nutzen. Wir denken da an den Tagesgast, der ja in Tausenden auf die Insel kommt alljährlich, der dann natürlich diverse Highlights in unmittelbarer Nähe im Zusammenhang hier auf Amrum erleben kann, nämlich in Nebel. Ich habe es einmal vom Standort her vorweggenommen. Touristisch gesehen arbeiten wir natürlich jetzt sehr eng auch an neuen Konzepten. Wir denken darüber nach, an die Barrierefreiheit. Wir haben jetzt gerade einen Antrag gestellt ans Wirtschaftsministerium und trotz knapper Mittel hat man uns schon avisiert, dass das etwas weltweit Innovatives wäre, auch einen kleinen Fahrstuhl für unsere Gäste mit Gehbehinderung mit vorzusehen. Also Barrierefreiheit wird ein Thema sein. Und ein wichtiges Thema auch für Amrum selber sind die Trauungen. Wir haben jetzt hier bei der Standesamtsaufsicht einen Antrag gestellt, sogenannte Blitztrauungen nach dem amerikanischen Modell hier durchzuführen. Wir werden uns mit dem Leuchtturm künftig ja sehr zentral in unmittelbarer Nähe zum Amt für Amrum bewegen können. Und wir stellen uns das so vor, dass auch der Tagesgast mit 2 Stunden Aufenthalts schnell rein ins Amt, Fahrstuhl hoch auf dem Leuchtturm, Trauung und auf Amrum geheiratet. Ich glaube, das ist bundesweit einzigartig. Aber wie gesagt, da steht also die Genehmigung der standesamtlichen, behördlichen Genehmigung noch aus. Da harren wir der Dinge. Auf jeden Fall eine gute Chance für Amrum. Wir freuen uns. Da wird sich einiges tun. Das ist ja nicht nur der Standort, der sich jetzt ändert, sondern das ganze touristische Umfeld. Und Bernd Delmessier, der Nebler Bürgermeister hier, da wird ja einiges auch auf dich zukommen. Wie ich gehört habe, soll der Leuchtturm hier zentral nach Nebel? Ja, zunächst waren wir natürlich erschrocken über das Statikproblem, das der Leuchtturm aufwies an seinem derzeitigen Standort. Wir wurden darauf aufmerksam gemacht, dass der Leuchtturm dort in seiner baulichen Substanz Probleme aufweist
Und wir sind befragt worden, ob wir uns vorstellen könnten, einen Standort in der zentralen Gemeinde der Insel zu finden. Wir haben sehr viel diskutiert, es gab sehr viele Unwägbarkeiten auch. Aber ich bin jetzt sehr, sehr froh und stolz auch, dass wir den Leuchtturm hier in Nebel aufbauen können. Es bietet sich natürlich an, wir sind der Ort mit den Wahrzeichen. Jetzt ist auch noch der Amrumer Leuchtturm hier bei uns in Nebel. Wir haben jetzt alle drei Wahrzeichen zusammen, Mühle, Kirche, Leuchtturm. Und das finden wir natürlich besonders schön. Es wird natürlich auch mal zu verkehrstechnisch hier zu Problemen kommen, weil er genau hier zu stehen kommen soll, wo wir uns jetzt befinden, deswegen auch dieser Standort. Es wird natürlich über die Bauzeit hier leichte verkehrstechnische Probleme geben, aber ich denke, auch das kriegen wir in den Griff. Und ich bin besonders stolz und froh darüber, dass Herr Timpel, unser Touristiker, gleich aus seiner Sicht alles in die Wege geleitet hat, dass wir einen Zugewinn bekommen in Sachen Leuchtturm. Na, das hört sich ziemlich spannend an, würde ich sagen. Und das Schild hinter uns, das müssen wir dann natürlich noch ergänzen. Da kommt dann auch noch der Leuchtturm hin. Ich bedanke mich recht herzlich, wünsche einen schönen Tag und auf die Dinge, die da kommen werden. Dankeschön.